So, während ich da jetzt gerade umgeschalten habe, ist da unten einer. Umgefallen und das ist leider halt aufgefallen. Guardpost captured. Aber alles ist sich ausgegangen. Gut, kann ich da runterhüpfen? Ne, ich glaube nicht. Kann ich hier runterhüpfen? Da kann ich runter. Sehr schön. Dann nehme ich mal als erstes den Burschen mit. Und 12 habe ich noch, jetzt noch 11. Dann den da oben. Ich habe das am anderen Account halt immer so gemacht. Nein! Dass ich das automatisch, die Personalverwaltung automatisch machen habe lassen, weil es mir einfach zu viel Aufwand ist, die jetzt da händisch zuzuweisen und eventuell den einen oder anderen Punkt noch rauszuholen. Help me. Ja, keine Panik, machen wir doch. Aber zuerst schicken wir die alle weg. Auch noch 3. Side op completed. Side ops list updated. Okay, subject is extraction arrived at the base. Unit function added. You gotta extract him. Und da haben wir einen Diamanten, klein, sind 10.000. Haben wir noch. Was haben wir da? Einfaches Metall. Liegt sonst noch irgendwas Hübsches herum. Und wieder keine Waffen, die ich mitnehmen kann. Kein Mörser, kein Maschinengewehr. Aber da haben wir noch... Ah, da ist ein Mörser, da ist ein Mörser. 100%. Perfekt. Kostet mich natürlich jetzt 5.000. Wird genauso mitgenommen wie alles andere auch. Ja, sieht man jetzt nicht. Ob da noch einer herumsteht auf der anderen Seite. Da haben wir noch Maschinengewehr, das nehmen wir auch mit. Brauchen wir ja sowieso später, um die Basis, glaube ich, zu verteidigen. Na, da dazwischen. Da haben wir noch was Hübsches. Na, nimm das Ding mit. Davon steht ja nichts mehr, was man noch irgendwie einsacken könnte. Perfekt. Dann brauchen wir jetzt natürlich einen Hubschrauber. Please support helicopter requested. Komm her, Pferdchen. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Probieren wir da, ob wir da durchkommen. Extraction arrived at Mother Base. Development project has been added. Warte, jetzt in die komplett falsche Richtung und komm da nicht um. Das kann es ja nicht sein, oder? Mich nicht. Der wird jetzt wahrscheinlich wieder abhauen. Der wartet nämlich nur eine gewisse Zeit. Ja. Ja, doch, das passt schon. Das ist schon der richtige Weg.
Weia. Da liegt eine Lungenentzündung herum. Na, da müssen wir halt nochmal rufen. Den Outpost haben wir ja komplett übernommen. Da sollte nichts mehr dazu gekommen sein, was uns irgendwie angreift. Und ein Sandsturm. Ne, noch links. Jetzt muss ich doch weg. Das ist schon spannend, wenn man überhaupt nichts sieht. Sonst findet man sich in so einem Sandsturm überhaupt nicht zurecht, wenn man sich keine Kontrollpunkte setzt. Die Gefahr besteht natürlich, dass man sie irgendwo in eine Schlucht reinschmeißt, wo man dann verreckt. Ja, den Hubschrauber habe ich viel zu früh gerufen. Komme ich von hier dorthin, bevor ich überhaupt weiterreite? Ja, sollte. Weg von da. So, die haben sie wieder beruhigt. Das war das Piepen. Da haben sie eine Leuchtfackel geworfen, damit sie mich besser sehen. So. Rufen wir jetzt nochmal einen Helikopter. Ein Helikopter. Please select a landing zone. A support helicopter requested. So da. Und während der uns abholt oder zu uns unterwegs ist, pflückt man wieder Blumen. Okay, sonst gibt es keine Pflanzen mehr. Dann mache ich mal kurz Pause, dass das nicht so ewig lang wird. So, jetzt ist er auch da. Dann steigen wir auch ein. Das Pferd muss noch abgeholt werden, Jungs. Genau.
So, dann haben wir den Dolmetscher auch rausgeholt. Extraction arrived at Mother Base. Ja, Fledermäuse. Good, we captured it alive. Käfig mit Rennmaus. Ja, da kann man sich dann einen kompletten Zoo zusammenstellen bzw. zusammenfarmen, wenn man halt genug Muße hat, um an allen möglichen Orten auf der Map die Käfige aufzustellen. So. Jetzt haben wir 3% Gesamtfortschritt und ja. Wir hüpfen wieder zurück zur Mother Base. Schauen uns dann, nachdem wir die noch einmal motiviert haben, die Burschen, noch einmal das Personalmanagement an, ob da wieder einer dabei ist, der eventuell Ärger verursacht bzw. Leute krank macht, schmeißen wir dann gleich wieder raus. Da sind noch 4 Sitze frei. Da könnten sie noch ein paar Leute hinpflanzen, die dann später bei einigen Operationen mithelfen könnten. Wäre nicht schlecht. So. Analysis complete. Analysis complete. Analysis complete. Kurz anrempeln. 4 Leute damit motiviert. Sehr schön da. Der kommt genau wie gerufen wieder runter. Ich glaube, vorne hätten wir das auch geklärt. So, Personal auf alle. Haben wir da einen dabei, der Ärger macht? Nee, schaut gut aus. Gut, dann schauen wir uns noch ein bisschen in der Entwicklung um. Ist da irgendwas dazugekommen? Eventuell eine bessere... Nein, Betäubungswaffe wäre natürlich zu schön gewesen. Ihr seht jetzt da, dass hier manche Sachen mit grüner Überschrift sind und manchmal mit weißer. Also S1000 in grün, beziehungsweise hier die Handgranate. Daran erkennt ihr, dass euer Sicherheitspersonal diese Gegenstände, wenn ihr die dann erforscht habt, auch tatsächlich ausrüsten kann. So, wir haben da noch Fulltongerät, eine Erweiterung. So, jetzt nicht. Das machen wir natürlich mit. Und Handgranaten brauche ich nicht. Machen wir später. So, da. Ja, damit bin ich ja schon wieder am Ende von dieser Mission. Schauen wir uns gleich mal an, was wir da für eine Nebenoperation halt fürs nächste Mal haben. Ja, holen Sie das verschwundene Schaf raus. Da geht es dann das nächste Mal weiter. Ganz wichtige Mission, das Schaf, das legt goldene Eier. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so sei, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Vielleicht lasst mir auch einen Kommentar da. Und abonnieren dürft ihr natürlich ebenfalls, ist nicht verboten, um die kommenden Videos nicht zu verpassen. Und dann bleibt mir nur noch euch einen schönen Tag zu wünschen und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ciao!